Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoob. Hier geht es direkt weiter heute mit meinen Spielern natürlich. Deswegen ist er auch schon da, war gerade Reboot, es ist gerade eine Minute nach 18 Uhr oder sowas. Und ja, nachdem ich jetzt wieder alles verloren habe, sehe ich jetzt so aus. Tada! Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist wirklich oft irgendwie anscheinend, dass es diesen Bug da gibt oder so. Dass die Leiche, wenn man gestorben ist, einfach weg ist. Ne? Und bei mir, ja, macht das Spiel auch keine Ausnahme, Leute. Ich verliere auch immer wieder alles. Es ist echt klasse, ey. Das Einzige, was noch da war, war meine Knifte und mein Schwertchen. Und der Rest komplett verschwunden. Aber Leute, wenn ihr im Livestream mit dabei seid, dann habt ihr das ja auch gesehen. Dann wisst ihr Bescheid. Und ich bin irgendwie am Verhungern. Das bedeutet, warte mal, ich habe doch hier mein Schwert. Samurai-Schwert hier die Dose erst öffnen. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Aber ich bin nur verhungern, stand da eben, deswegen muss ich unbedingt hier Happa Happa. Na und denn. Ja, hier ist ja alles wieder down. Das Mädel ist am Start. Olga ist da auch wieder. Okay, sehr gut. Ja, dann fehlt ja nur noch theoretisch. Carsten fehlt noch bei uns, wenn er den Bock hat. Also, wie gesagt, ich kann ja keinen zwingen, bei uns mitzuspielen. Aber das sind halt die, die vorher mit bei uns im Squad waren. Und jetzt haben wir ja wieder den Squad aufgemacht. Banditen halt, ne? Ja, warum nicht? Ich find's cool. Macht halt wirklich mehr Bock, wenn du da ein paar Leute hast, die dir auch Unterstützung geben. Ne? Der eine kann das gut, der andere hat dazu mehr Bock und so weiter und so fort. Ne? Sonst hätte ich nämlich bis heute noch kein Haus, Leute. Ist einfach so, muss man mal so sagen. Und jetzt haben wir hier die Bretterbude, aber ich besser eine Bretterbude als gar nichts. Nicht wahr, nicht? So, Carsten fehlt noch. Wer fehlt hier noch? Minou fehlt auch noch. Habe ich auch noch nichts von gehört. Wo ist er? Spielen bestimmt wieder alle mit anderen Namen oder irgendwie sowas, ne? Und dann fehlt da aber noch, ja gut, Honey ist gewechselt zum anderen Squad, zum PvP-Squad, wo ein bisschen mehr Action immer los ist, ne? Und ja, wir genießen unsere Ruhe hier am See, sag ich mal. So, jetzt muss ich aber noch mal was essen hier. Was habe ich denn noch? Haben wir schon ein bisschen was im Kühlschrank, liebe Leute? Fisch. Wieso haben wir da so viel Fisch? 500% Sodium. Was gibt's da? B3? Keine Ahnung, ich esse einfach mal einen. Ne? Sardine, ist alles das gleiche hier, oder was? I don't know. Das ist alles rohes Zeug. Was ist das hier? Kaninchenfleisch? Guck mal, das sieht ganz anders aus. Das sind tierische Fette, okay. Ja, ah, guck mal, hier kann man nochmal. Ein Zucker. Der irgendwie auch Gold wert in dem Spiel. Na komm, mal ein. Melonen auch ganz gut, die stopfen aber ganz schön. Jetzt muss ich mal gucken, passt da noch was rein? Jo. Trockene, harte Brot wieder zurücklegen. Sieht hier ganz blau aus, was ist das denn hier? So, das hier ist unser Tresor? Okay. Jo, kann man machen, ne? Olga. Muss auch noch eine Kiste machen, ne? Wir haben Glück mit dem Wetter, Leute. Ja, ich habe im Livestream das Boot gebaut. Guck mal, das ist irgendwie komisch. Da seht ihr das Bunte? Wenn man sich von hinten anschleicht, dann gibt es hier mehrere Farben da. Grün, lila, blau, gelb, mint. Guck mal, das leuchtet alles. Irgendwie ganz komisch. Wenn wir jetzt näher rankommen, dann verschwindet das, glaube ich, irgendwie. Siehst du, guck mal, jetzt ist das komische Bunte weg. Ja, nee. Also wir haben tatsächlich hier ja so ein bisschen Boote gemacht im Livestream, ne? Wobei ich sagen muss, also dieses hier mit Motor hinten dran ist immer noch das beste Boot. Und Paddel sind da auch dran, ne? Ja. Also hier kannst du irgendwie so mit rangehen und dann, also zapp, so sieht's aus. Und dann, wenn du nach vorne drückst, kommt das Ding da runter. Und da oben dieser Pfeil, kann man das sehen? Die Pfeilspitze da oben. Das zeigt dir immer die Windrichtung. So, jetzt haben wir noch zwei Seile links und rechts. Ich weiß aber nicht, wie man das jetzt bewegen kann. Keine Ahnung. Wenn ich Q drücke, passiert nichts. Wenn ich Z drücke, passiert irgendwie auch nichts. Weiß nicht, wie man die bewegt. Wenn ich zurückfahre nach unten jetzt, dann klappt sich das Ding wieder ein. Also ich bin schon eine Tour gefahren, aber halt, ich weiß nicht, wie man das Segel verstellt, Leute. Ganz komisch. Ja.
Dann gibt es noch diese Paddelboote. Hab ich auch noch zwei hier ran geschafft. Die sind irgendwie jetzt entschwunden oder was? Ne, da hinten ist noch einer. Guck mal, das Paddelding hier. Und dann habe ich noch ein Paddelboot gecraftet. Aber das ist, glaube ich, entschwunden oder was? Das war hier irgendwie. Aus Holz halt, vielleicht ist es aber auch untergerutscht oder sowas, keine Ahnung. Also wenn man hier mit diesem Menü guckt, dann haben wir ja die zwei Boote jetzt dazu bekommen, die wir selbst craften können. Das Ding hatte ich auch noch gebaut, ist auch kein Problem. Aber das Ding hier ist im Prinzip genauso wie... Ripsala, wie dieses hier drüben. Bam, das hier ist ein Surfbrett. Muss man hier... und Ankor und dann kann man es drehen. Flip, 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 paar Mal E drücken. Zap, 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 zap. Und irgendwann dreht es sich dann um. Keine Ahnung, wenn wir Glück haben. Fahren kann ich nicht, weil ich jetzt kein Ruderding habe. Und dann kann man es halt noch schieben. Zup. Zup. Das sind diese Paddeldinger halt, ne? Das selbstgebaute Ding, was ich da eben, das Blueprint gesetzt habe, das hat den Vorteil, dass du da noch einen Laderaum hast. Das hast du hier jetzt bei dem Ding nicht, ne? Das ist es eben. So, wenn wir hier jetzt Inventar gucken, müsste ich hier aufklappen können. Also hier kann man ein Schloss reinmachen. Und das Paddel, was ich hier reingelegt habe, ist auch wieder weg. Leute, was macht ihr denn hier immer? Und einmal nicht da, ne? Alle Paddel weg hier und das Boot verschwunden. Keine Ahnung. Letztens sind sie eine Tour gefahren. Mahlzeit. Also so, dass wir dann wirklich mal alle Boote haben. Und ich habe jetzt auch alle durchgefahren. Es fehlt noch ein einziges Bötchen dann. Das wäre dieses Schlauchboot. Was aber eigentlich so ist wie dieses Ding hier. Weil das auch so einen Motor hinten dran hat, ne? Aber eben aus Plastik dann halt. Schlauchboot irgendwie, keine Ahnung. Müsste man mal gucken. Das gibt es nämlich auch noch. Kann man irgendwie finden oder sowas, ne? Ja. Ist schon auf jeden Fall lustig, dieses mit den Booten hier. Ja, und dann habe ich den Hai versucht zu triggern. Das klappt auch ganz gut. Da hinten irgendwo kam dann tatsächlich der Hai. Und dann muss man so lange F drücken, bis du in dem weißen Kreis drinne bist. Und da musst du dich drinne aufhalten in diesem weißen Kreis. Ne? Und... ja, wie sagt man so schön? Minu ist online. Oha! Dann lässt er dich los, aber der macht auch ein bisschen Damage. Jetzt hier ist immer das beste Boot. Ist ein bisschen eingekesselt hier, oder was? Oh, Plötzige! So, beim Schieben muss man immer erstmal den Anker lösen. Sonst geht das Schieben natürlich nicht. Also falls ihr euch wundert, warum ihr nicht schieben könnt oder es bei euch nicht steht. Immer erst den Anker löten hier. Ich jetzt durch. Das ist aber schneller schieben hier. Nicht immer so lapsch, ey. Los, haben wir richtig rein hier, Junge. Ist richtig boom. Auf der großen, weiten Welt. Minu, wo bist du? Ich hatte eben noch von gesprochen. Ne? Minu fehlt noch. Ey, wir müssen uns ja erstmal wiederfinden. Aber wie gesagt, ich will ja auch keine Leute zwingen. Die können ja auch so spielen, wie sie wollen. Ne? Nur wir nehmen sie dann gerne wieder auf, wenn die Bock haben, bei uns mitzuspielen. So, jetzt mal quetsch dich durch da, Mann. Nochmal da lang, wieder ein bisschen hier, seine Steinmauer. Komm ran da, am Reifen vorbei. Blablabla. Boah, hier bist du noch ein bisschen fett. Nee, schaff ich noch nicht. Ah, köstlich. Schieben. 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 Und nochmal, komm. Klappt das jetzt bald mal hier oder wird? Oh nein, da sollst du doch nicht rauf. Ach, du bist aber auch ein Knödel, ey. Oh Mann, ey. Ich hab da gedrückt, Alter. Jetzt setzt er sich dahin, also. Und Ankor, der. Also, wenn man denn steuert, ne, das macht er automatisch. Wenn du dann Steuer gehst und dann absteigst, dann schmeißt er irgendwie gleichzeitig den Anker irgendwie. Kann ich jetzt hier. Ein bisschen Benzin haben wir ja noch. Geil, ne? Geangelt habe ich tatsächlich auch schon. Wir haben ja eine Angel, Mensch. Habe ich mir zusammen gebaut. Ein so ein kleines Sardinendings da gefangen. Und
Dann noch. So ein großes Vieh, 5 Kilo schwer, Alter. Was schreiben die denn da? Jasmin vom Schreiben. Sollen wir dich abholen? Nee, nee, alles gut. Ich schaue mich erstmal um. Wir haben schon alles für dich da. Voll aufgezwungen. Will gar nicht mehr zu uns, voll aufgezwungen. Ich habe immer Angst aufzustehen, weil manchmal fällt man nachher noch hier irgendwie durchs Boot durch oder sowas. Also. Das könnte noch alles ein bisschen mit Bugs versehen sein, ne? Holger läuft am Hafen. Ich habe gerade geguckt. Da ist hier irgendwie der Benzin-Dings. Hier ist gar nicht mal so groß, ne? So, ich drück mal eh, wenn ich hier ein bisschen tiefer bin, sonst läuft mein Typ ab, weil ich ja so viel trage halt, ne? Steuern ist auch sehr schwer. Guck mal, klappt das so. Dann kann man das hier noch nehmen. Wenn du hier machst, fahren. Dann nehme ich die Dinger hier. Ist auch lustig, oder? Falls mir der Sprit ausgeht, kann man so ein bisschen hier paddeln und rudern. Aber ich möchte nicht wissen, was da für Gequake gibt, Alter, wenn jemand hier erschossen wird auf dem Boot, ne? Kriegst deine Leiche auch irgendwie nicht wieder, glaube ich, ne? Oder? Lul? Man munkelt, ne? So. Ich meine, es ist der Wasserpatch. Deswegen müssen wir mal vernünftige Symptome hier gucken. So, hier sind Bretter, alles Fisch. Hier hatte ich mir die Angel gemacht, guck mal. Ja. Und da müsst ihr dann tatsächlich hier rechte Maustaste drauf machen. Also wenn man das so nimmt, ne? Rechte Maustaste, dann könnt ihr hier Nylonband irgendwie rausnehmen. Hier, guck. Zap. So, da liegt das hier. Da ist dieses Band, was man da rausholt. Genauso wie wenn du hier rechte Maustaste, dann kommt hier Haken da durch. Also die Sachen braucht man hier unten da. Wenn ich den hier rechte Maustaste mache, das untere Fischbait irgendwie, keine Ahnung, der macht das Ding jetzt irgendwie fertig da. Und dann kannst du hier dieses Ding, dieses Insektending da rauf machen, so als Angelköder irgendwie und dann, ja. Soll das funktionieren tatsächlich? Wir probieren es einfach mal aus, Jungs. Jungs und Mädels, ich zeige euch heute, wie es angeln geht, Bootfahren hier und alles. La 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 la. So, also, wir drücken einmal Link-Maustaste. So, jetzt drücken wir die Link-Maustaste nochmal und halten sie gedrückt. Dadurch baut sich die Spannung auf und rechts, ihr seht selbst. Und loslassen, bam, siehst du wohl? Fast mit voller Pulle weggeworfen, die Pose da. So, und jetzt müssen wir warten. Da beißt schon einer an. Ich drücke einmal linke Maustaste, denn damit der Haken sich da arretiert irgendwie. Und dann muss ich jetzt mit dem Mausrad arbeiten. Zu mir hinscrollen, ihr seht das? Der Fisch zieht weg. Die Angelschnur darf nicht reißen, deswegen da unten rechts seht ihr halt die Spannung. Ganz oben ist rot. Und hier geht das noch. Guck mal, ich kriege ihn langsam wirklich gut ran hier, also. Das passt sehr gut. Guck mal, ich kann kurbeln, kurbeln, kurbeln. Ist sogar gleich der erste Fisch, den ich fange, ist ein fetter hier, Alter. Ey, guck mal das mal an, ey. 2 Kilo. Ein Orata. Das Ding habe ich letztes Mal auch gefangen. Aber da war der 5 Kilo, Alter. Das war richtig schwer, den rauszuziehen. Also da habe ich wirklich lange gebraucht, ne? Also ich bleibe erstmal so für mich. Das habe ich mir gedacht. Ich hatte das schon im Urin, dass Minu erstmal alleine ein bisschen hier rumsnipern will und sowas. Ist auch nicht das Problem. Kann sich ja dann in Ruhe überlegen, ob er wieder zu uns kommen möchte, ne? So. So, jetzt ist natürlich Anni, komm zu uns. Räter, ihr da. Wir kommen an dich holen. Also so, den Fisch hat er da hingelegt. Unglaublich. Pack den mal hier rein. Guck mal. 2 Kilo, richtig geil, ne? Mampf, Mampf, Mampf. So, die nächste Grille müssen wir fertig machen. So, wo ist mein Angelchen geblieben? Wieso wird es nicht angezeigt? Ah, da liegt sie doch. Nimm sie halt so in der Hand. So, dann machen wir den rauf. Zup. Also ihr seht es ja selber. Man muss dieses Drehding da machen. Dann die Schnur rausholen. Dann eine Pose. Das kann auch irgendwie eine andere sein. Also gibt es verschiedene Sachen halt, ne?
Und dann noch hier so einen euren komischen Haken. Und auf den Haken kommen diese Tiere da irgendwie rauf. Keine Ahnung, ich bin kein Angler. Und jetzt wiederholen wir das Prozedere einfach nochmal und hoffen, dass wir dann wieder irgendwie was Vernünftiges hier fangen. Rückbleiben. Bam. So weit schmeißt ihr das gar nicht weg. Guck mal, gleich beißt Jasmin noch an. Wahrscheinlich mir hier die Fische nicht. Abgesoffen, ey. Ja, ist zu schwer, Alter. Genau da, ne? Wo die Pose ist, da säuft auf. Oh, gucken wir mal Wellengang an. Upp, hab ich die jetzt kaputt gehauen? Weil ich gesprungen bin oder was? Ernsthaft? Ja, dann nochmal. Also springen darf man nicht, dann bricht er irgendwie ab, okay. Jetzt wissen wir das auch. Aber Gott sei Dank ist der Köder noch dran. Muss man ja auch immer suchen, ne? Diese Grillen, die findet ihr in Baumstämme. Aber mittlerweile gibt es auch viele Fischsachen zu finden, ne? So, ich muss einmal ziehen, damit er anhakt. So. Oh, oh, shit, ich muss loslassen. Habt ihr gesehen? Das ist wieder ein ganz schwerer. Da muss ich ab und zu ein bisschen locker wieder lassen, ne? Sonst reißt das Ding. Ich muss warten, bis er ein bisschen schwächer wird. Jetzt versuche ich nochmal. Habt ihr gesehen? Uiuiuiui. Hey, der wird es gerne noch vor sich. Boah, das ist wieder so ein 5 bis 10 Kilo Fisch, Alter. Ohne Scheiß. Das ist wieder so ein Ding, was ewig lange dauert. Ja, was soll ich denn machen? Jasmin, hau dir mal einen über da. Ich weiß noch eine Granate da rein, Mann. Junge! So, hey, auf Land ziehen das Teil. Ob das hilft? Ich weiß es nicht. Aber guck mal hier, ich mach nichts, ne? Der zieht einfach da dran. Ich muss warten, bis ein bisschen nach unten gegangen ist. Dann versuche ich ihn ranzukriegen. Nochmal, jetzt nochmal, jetzt nochmal. Ah, jetzt wieder aufpassen. Jetzt nochmal. Oh, je, je, zu weit hoch darf er nicht. Ah, komm her, hier, du. Oh, da muss ich wieder ein bisschen locker lassen. Ich will nicht, dass es reißt. Also, das ist richtig fetter hier. Boah, das sieht's ja selber. Junge! Kommst du wieder her, du Lämmer? Ja, das sieht sich, Alter. Das ist auf jeden Fall ein fettes Vieh, ey. Man sieht's. Echt? Der Schlingel hier, du. Ah, das war wieder knapp. Muss man wieder aufpassen hier. Ah, den kriegen wir doch raus, oder? Hoffen, Alter. Weil weg bei dem Vieh, ey. Den müsste ich fürs Boot spannen, ey. Der könnte bestimmt auch das große Boot ziehen. Ja, komm, er kommt schon näher, ne? Jasmin, bring mal einen Kescher, Mensch! Ja, 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 das zieht sich aber. Aber es lohnt sich. Fettes Teil ist das auf jeden Fall, Leute. Ganz von aus, Mann. Fettes Teil, Junge! Zap, 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 zap. Na? Hier, hier. Da unten zappelt er schon. Guck an. Was haben die denn für Energie, Alter? Das kann doch nicht sein. So groß sieht der gar nicht aus, ne? Aber wenn wir den gleich in der Hand haben, dann sieht man das so ein bisschen. Komm her, hier. Jawohl, wir haben ihn. Oh, wieder. 4,5 Kilo. Wahnsinn, oder? Habt ihr das gesehen, wie groß der war? Das war so groß wie der Rucksack, Alter. Das schmeißt er natürlich hier auf den Boden, ey. Da. Einmal das ist der gleiche Fisch, diese Rotterdinger oder sowas, ne? Also den hatte ich letztes Mal im Livestream auch gekriegt. 4,5. Ui, fett war, Alter. Und das Ding hier ist irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht beißt er ein anderer Fisch an oder sowas. Mal gucken. Geht ja recht zügig eigentlich, ne? Das mit den Anbeißen oder sowas. Plätschert es ganz schön da, wo die Pose liegt. Das ist gut. Und jetzt warten wir, bis da einer Mamfi sagt. 150 Punkte habe ich. Das geht ja noch, ne? So, komm mal ran hier. Fischgott away. Ist abgehauen. Muss ich nur warten, bis ein neuer dran ist. Hat die Pose nur gestriffen wahrscheinlich oder sowas.
Hauptsache, der knabbert mir da nichts ab und haut ab. Deine Unverschämtheit. So, komm mal her hier jetzt. So ein Hai beißt gleich wahrscheinlich an. Stell mal vor, Alter. Der zieht mich aber rückwärts rein ins Wasser wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt können wir auf jeden Fall angeln. Wer da Bock zu hat, ich bin sicher, hier sind ein paar Angler bei, die da das vielleicht auch privat für sich so machen, sowas. Man munkelt, nicht wahr, nicht? Hat der mir jetzt echt den Köder weggefressen oder was? Kann ich das irgendwie sehen? Nö, der ist noch dran, gut. Los, Jungs! Beiß mal an jetzt da. Oder muss ich den nochmal auswerfen? Ein bisschen kann ich ja dran ziehen, ne? Boah, jetzt hab ich hier einen. Heide Witzka, verschlucke ich mich schon glatt. Was ist das für einer? Er ist leichter, guck mal, den kriege ich schneller an hier. Und das haben wir schon. 2,2, wieder so ein kleiner Schlingel hier. Da muss man aufpassen, wie gesagt, er schmeißt ihn auf den Boden. Obwohl es so aussieht, als ob er den in den Rucksack reinschmeißen würde oder so. Ist aber leider nicht so. So, wir sind fertig mit Angeln. Ich glaube, ihr habt jetzt alles verstanden, wie das soweit funktioniert. Einfach richtig nice. Das Ding dauert mir zu lange. Muss man hier... Dass das aber auch nicht anzeigt, ne? Das ist wieder typisch Scoom, Alter. Scoom! Kann's jetzt auch nicht. So, jetzt hat das hinten drauf. Gut. So, was haben die Limits geschrieben? War konzentriert am Angeln hier. Heute gibt's Pferd zum Abendessen. Lol. Verräter. Sears Honey. Also ich würde gerne erstmal so alleine spielen, um mir alles mal anzuschauen. Aber danke. Aber wir haben Kekse. Er brettert da mal zwischen, ey. So, wer fehlt noch? Carsten fehlt noch, ne? Wir müssen uns ja erstmal wieder alle wiederfinden hier auf dieser großen, riesigen Welt, nicht wahr? Achso, da hinten muss ich lang. Soll ich mal den Fisch hier auf den Dings legen, oder was? Oh, geht noch nicht mal, ne? Scoom! Schuss irgendwie. Funktioniert nicht, schade. Guck mal hier, das ist doch geil, ne? Geräucherter Fisch, Junge. Mal sehen, wie die aussehen. Also sehr detailgetreu, denke ich mal, oder? Guck mal, hier liegen Federn. Sind das Flugfische? Lui? Schöner Fang. Schmeiß ich eine Kiste nicht, dass die nachher noch gammeln. Ja, die können wir auf jeden Fall irgendwie dann fertig machen, ne? 2,1, wenn ich jetzt Shop mache, was passiert dann? Jetzt schneidet er da Filet raus, oder was? Oh, tatsächlich, guck dir das an. Lecker, 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 lecker. Ja, da haben wir ja wirklich was für einen Grill, ne? Unglaublich. So, Angel wieder wegpacken. Bitte, Brett hat alles Fisch. Na, wo ist sie? Zap. Oh, hier, guck mal, hier ist so ein richtiges, richtiges Teil, ne? Damit kann man die wahrscheinlich viel besser reinziehen, ne? Und hier gibt es hier die verschiedenen Seile-Dinger da, ey. Guck mal, hier ist noch ein Fisch. Bam. Bam. Lecker, lecker, schmecki. Fisch gehangen. 5 Kilo, Junge. Aber stell mal vor, 5 Kilo, Alter. Das ist ja riesig. Das ist ja ein Riesenteil, weißt du? Ich bin richtig entsetzt. So, da haben wir wieder eine Menge geschafft, Freunde. Ich würde sagen, jo, ihr wisst Bescheid, wie Angeln funktioniert. Die Boote habt ihr auch so ein bisschen gesehen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen schon wieder. Bis dann.